sich in meine Jesus Christus dein Körper existiert. Ja, Danach ja. kannst du auch für was anderes entschieden. Das ist nein, doch nein, 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 nein. Nein, Wir nein, haben nein. die Du kannst Nummer. doch nicht sagen, dass der Jesus Timo, Christus Timo, hat Timo, einen Timo, Timo, Körper. Timo, Timo, Nein, Timo, ich nein, nein. sage Du dir. kannst doch nicht sagen, Timo, dass er Timo, Jesus warte Christus doch, ich Gott erkläre war, dir. sondern der Gott bei jemand anderem an seinem Körper existiert hat. Abdul, 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 warte. Guck mal, Timo. Bruder, ich gehe runter. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir Christen glauben an die Bibel. Weißt du, was die Bibel ist? Das Wort Gottes. Wir glauben, dass das Okay, unverfälschte. ich sehe, dass du jetzt gerade nur über Islam redest und kannst auch mir erklären, dass die Kinder vergewaltigen in Kirchen. Das würde so auch im Abdul, ganzen Abdul, Dings. Abdul, Abdul, ich fühle mich aber gerade wie im Zoo. Wir springen wie Affen von einem Thema zu dem anderen. Lass uns doch erstmal eine Sache Ja, beantworten. dann kannst du mir das erklären. Ich gehe runter, da kannst du mir erklären, dass Ja, du kannst gerne runtergehen und ich wie erkläre dir. konnte Jesus einen Okay. anderen Körper geben und Okay. vorher den Gott da war. Weißt du, was ich Okay. meine? Okay. Geh, Und wie dann geh. kann der Körper denn Gott gewesen sein, sondern jemand anderer denn Gott war und dann in den Okay. Körper reingegangen ist? Alles klar. Okay. Danke, dass du hier warst. Wenn du willst, geh runter. So, genau. So, meine Lieben, wir glauben ja an die Bibel, ja, an das Wort Gottes, dass Gott uns sein Wort offenbart hat. Und wir glauben, dass Jesus Christus der Herr und Gott ist. Ja, wer das bekennt, ja, sein Geist und der Heilige Geist bezeugen das, dann ist er gerettet. Wir glauben, dass dieser Gott Mensch geworden ist. Ja, und wir glauben, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und nach 3 Tagen auferstanden ist. Ja, ganz einfach. Mehr brauchst du nicht zu wissen in einem anderen Körper, in deinem. Auf jeden Fall möchte er in dir wohnen. Das heißt, du musst dich bekehren, du musst Buße tun und von neu geboren werden. Und dann hast du ewiges Leben. Warum heute, früher oder immer noch Menschen in einer Institution namens Kirche oder katholische Kirche oder wo auch immer Kinder vergewaltigen? Das ist eine Katastrophe. Und ja, das beweist, dass diese Menschen auch nicht den Willen des Herrn Jesus Christus tun und auch nicht kennen. Weil Jesus Christus hat niemals befohlen, dass man sich an Kinder vergreifen soll. Ja? Der Herr hat gesagt, wenn das jemand tut, sexuell missbrauchen oder opfern, Kinder, der wird so eine Strafe bekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, sich an unschuldige kleine Kinder zu vergreifen. So. Nehmen wir mal den nächsten. Achiex. Hello, I don't speak your language, but I have a question in English. Very just quick question, please. Can I ask? Okay, let's go. Okay. I see the Holy Bible behind you, right? That's the Holy Bible. My friend, this is metaphorical. Okay. You know, this is a picture Of the that Holy Bible. every. Okay. You're a Christian, yes? Yes. Okay. So Are I you a see Muslim? You are a Muslim. I'm Are Muslim. you a Muslim? I am Muslim. I see the black man behind you. I'm very confused. The Bible, why are you sharing with black people when Leviticus 25, 44, 46, it tell you to enslave black people? Can you read Leviticus 25, 44 to 46? It's talking about chattel slavery. They Okay, use these I will. verses for the black people in Yes, America for but 400 my years. friend, we have a topic now. We have another topic now. But I just have a question. Can you read the verse? My friend, your prophet Muhammad said to the Your black Bible, it dogs says, that enslave and beat your slave with a rock. your prophet Your Muhammad Bible said for that 400 the years in black dogs are America, devil. they He use said that the Leviticus black dogs are 25 devil. to He enslave said them. that the Are you black dogs trying to are the read it? devil. My friend, he And said that you the read it? black You read the dogs are verse the and then devil. I'll. Well, One who's the question, one question. racist? Did you know that Allah is a You answer racist? my question, Did then you I will know that answer your Allah? question. Answer Did my you know, question, I will my answer your friend, question. did you know Just that answer my Allah is a question. Why your racist? Bible for My friend, 400 years they you use are not here Leviticus to answering your question, my 25 friend. to You are coming enslave the here black inside my people? chat in my life, and you are talking about You want me this to guy answer? here, You this want me to poor answer? guy. You want me to This answer? poor guy, he needs Wait, Jesus wait, wait. Christ. You want This me is to answer? symbolic and metaphorical that he needs Jesus Christ. Exodus 21, it says if you beat them with the rod and they don't die in 2 days, it's perfectly fine. If you kill them, Okay. then you Okay. go. Why are you afraid, man? One by one. My friend, You ask. did you know You that can ask, but Muhammad answer my hates question. black? My friend,
We have another 21, topic it now. Says you can beat your snake with a rod. My friend, why are you afraid? You can... My friend, listen. We have another topic now. We can go there. So, ich habe ihm gesagt, wir haben jetzt ein anderes Thema. Wir können gerne über das Thema sprechen. Ja? Ganz einfach. Er sagt, warum geschrieben steht in der Bibel, dass es Sklaven gab, die schwarz waren. Ja? Sklaven, ja, sind Gehilfe für reiche Männer gewesen, beziehungsweise für Könige. Sie sollten den Dienst tun, den ihr Herr ihnen auch beauftragt hat. Ganz einfach. Fertig. Was will er uns damit sagen? Ja, es gab Sklaven. Und jetzt? Wir schämen uns für Gottes Wort nicht. Sklaven sind Menschen, die auch im Haushalt helfen, die auf dem Land helfen. Aber dein Prophet Mohammed hat sogar gesagt, dass schwarze Hunde der Teufel sind. Also was willst du hier mit Rassismus erklären? Ja? Das ist echt der Wahnsinn. No, my friend, I'm not scared. We have another topic. And your prophet said that the black dogs are devil. Dein Prophet hat gesagt, dass die schwarzen Hunde, er hat was gegen schwarze Hunde. Nur die Schwarzen sind die Teufel. Only the black dogs are devil. So, mein Lieber. Ich hab schon eine, danke. Hallo, hallo. Mein Lieber, der Herr Jesus Christus segne dich. Alhamdulillah, Muslim, hör mir zu. Was sagst du zu diesem Thema? Hör mir zu. Was sagst du zu dem Thema, was wir gerade... Boah, ey, guck mal, wo hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? Wo hat Jesus gesagt, dass er Ding ist? Willst du nur was sagen und abhauen? Nein. Okay. Du willst die Frage beantwortet haben, wo der Herr Jesus Christus in der Bibel gesagt hat, dass er Gott ist? Oder im Koran? Weil ich kann dir beides zeigen. Jesus hat niemals, er hat noch nie gesagt, dass er Gott oder irgendwas ist. Der ist nur ein Prophet. Okay, Abdul, wie alt bist du? Ich weiß nicht, Abdul. Du bist doch ein Diener Allahs, oder nicht? Was hat das? Wie alt bist du? Ich bin 18. Okay. Möchtest du die Antwort von der Bibel oder von deinem Koran? Sag, ich hör zu. Mir egal, ich nehme den Antwort hören, wo Jesus gesagt hat, dass er Gott ist. Hast du Internet offen oder hast du eine Bibel bei dir? Nein, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Was bedeutet das, dass du als Muslim kein Internet hast? Du bist doch gerade online oder keine Bibel hast. Ich habe keine Bibel. Okay. Aber du weißt schon, dass Allah auch das Alte Testament und die Bibel herabgesandt hat, ne? In Sure 3, Vers 3 zum Beispiel. Bruder, ich will nur wissen, wie du drauf kommst, dass Jesus Gott ist. Das will ich jetzt wissen, Bruder. Okay, ich lese es dir vor. Okay? Merk dir die Stelle, damit du es nachforschen kannst, weil das wirst du wahrscheinlich tun, weil du hörst ja nicht auf meine Worte, sondern du wirst es forschen, richtig? Rede ich dazu. Wirst du den Vers, den ich dir schicke, auch nachkontrollieren, ob ich recht habe damit? Boah, ich werde das nicht kontrollieren, weil es nicht stimmt. Warum bist du dann hier, wenn du nicht glaubst? Weil ich lese dir aus dem Wort Gottes vor und will dir gerade zeigen, du hast gesagt, wo steht das? Okay, ja, wie auch immer. Hör zu. In der Offenbarung, das heißt, was in der Zukunft passieren wird, was Gott uns prophezeit hat, und alle Prophetien gehen aktuell in Erfüllung, was auch beweist, dass das Gottes Wort ist, steht geschrieben in Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, ja, Alpha und Omega. Jesus Christus sagt, dass er das Alpha und das Omega ist. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Bist du fertig? Willst du noch einen Vers? Nein, hör mir zu, bist du fertig? Willst du noch einen Vers? Ja oder nein? Nein. Ich will was sagen. Ja.
Guck mal, ich sag dir eins, Gott ist groß und wenn Ende der Welt kommt, ne, Yom Kippur. Wie groß? Wie groß? Hör mich zu. Wie groß? Wie groß? Wie groß? Welcher Gott? Gott ist. Ja, Allah. Welcher es Gott? Gibt nur einen Gott und das ist Allah. Es gibt nur einen Gott, das ist Allah. Nein, Allah ist der Name deines Gottes. Richtig? Allah ist sein Name, unser, richtig? Nein, nicht nur von mir, nicht von dir und von allen, nicht nur von mir. Ist Allah der Name deines Gottes? Ja oder nein? Von uns allen, nicht nur von mir. Nein, nein. Ist der Name deines Gottes, den du anbetest, ist der Name Allah, ja oder nein? Von uns, von dir heißt auch, Bruder, warum lügst du dich selber an? Hör mir zu. Das ist nicht die Frage, den Gott, den du anbetest, hat er einen Namen und ist sein Name Allah, ja oder nein? Mehr will ich ja, doch nicht sein wissen Name ist Allah. Sein Name ist Allah. Ist Allah und, ja. Okay. Wusstest du, dass Allah sich zusammensetzt aus den zwei Wörtern Al und La? Ja, Allah, boah, ja, was willst du damit sagen? Wusstest du, dass La ein Mondgott ist? Boah, du machst mich langsam behindert, ne? Mein Freund, ich bin hier da, um dich aufzuklären, um dir zu sagen, wer dein ja, Gott ist, boah, was deine Religion zu, ist. Guck mal. Antworte Gott, mir durch die Frage. Du bist doch gerade durcheinander. Du weißt nicht, wer dein Gott ist. Du weißt nicht, natürlich wer weiß ich, ist. Allah ist mein Gott und er bleibt auch mein Gott. Von bei dir auch, Bruder. Und wenn Yom, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Und wenn Yom Kiyama ist, hör mir zu, rede nicht. Ich hab dich ausreden lassen, jetzt bin ich, ey, hör mir zu. Bruder, hör mir zu doch, Digga. Guck mal zu, mach keinen Kindergarten daraus. Mach keinen Kindergarten. Ich rede doch, wenn ich rede, dann bist du leid, weil ich hab dich auch ausreden lassen. Mein Freund, wir sind hier, um normal zu sprechen, wie Männer. Wenn du das nicht kannst, kannst du rausgehen. Guck mal, ey, ja, okay, guck mal, tamam. Nur weil ich im Recht bin, willst du mich nicht ausreden lassen. Nur weil ich im Recht bin, mehr nicht. Du bist nicht im Recht und unser ja, Gott dann lass mich doch, Allah. Wenn ich nicht im Recht bin, dann lass mich reden. Du willst doch Recht haben, dann lass mich zu Ende reden. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wer ist Lach? Und du weißt selber nicht, wer Lach ist, wer dein Gott ist. Guck mal, hör mir zu. Ich sag eins, wenn Yawm al-Qiyama ist, du wirst selber wissen, am Ende wirst du es bereuen, dass du das alles gesagt hast, was du gerade redest. Du wirst alles bereuen. Wir Christen folgen keinem Pädophilen. Ja? Und wir folgen auch keinem Mondgott. Wer ist Pädophil? Wer? Dein Prophet. Hör mir zu, wenn du das sagst, wenn du aus Mohammed sagst, dass er... Wie alt? Hör mir zu. Sag mir, wo du wohnst. Naja, du sagst zu meinem Prophet, ich ficke dich, Tamam. Ich fick dich, hör mir zu. Wenn du das noch einmal sagst. Leute, da habt ihr den Islam gesehen. Das ist das Beispiel von Muslimen. Das F-Wort, schämst du dich nicht? Dass du hier in meinen Stream kommst und das F-Wort sagst, 200, 300 Leute haben gerade zugehört. Ist das dein... Leute, sein Prophet war so und Allah hat das ihm aufgetragen. Warum soll er anders sein? Warum soll er anders sein? Ja? Warum soll er anders sein? So. Perfekte Beispiel Gottes Segen, lieber Bruder. Assalamu alaikum, hi, Gottes Segen. Das ist das perfekte Beispiel, wie Prototyp, was der Islam mit jungen Menschen macht oder mit Leuten, die bei Hamdi sind, ja, in seiner Fitna da war. Der muss ja sein, das R muss der rausholen. Fitna da war, nicht Fitra da war, Fitna da war. Das passiert mit solchen Leuten, die bei Abu al-Qasim sind, die jeden Tag Gehirn gewaschen werden, ja. Und darauf vorbereitet werden, ein Skript auswendig zu lernen. Und danach, wenn sie aus diesem Skript rauskommen, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie antworten können, dann fangen sie an zu beleidigen. Warum? Weil sie halt nicht mehr antworten können. Ich habe ganz normale Fragen gestellt. Wer ist Allah? Er konnte nicht beantworten. Er wusste noch nicht mal, dass sein Gott La heißt. La. Deswegen in der Sure 1 fängt das doch schon an, meine Lieben. Schaut mal. Ich öffne euch jetzt, um euch zu sagen, ja, ich frage ein Kind,
Das stimmt. Er hat nicht so viel Wissen. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir werden sowieso Tag für Tag hier angelogen, meine Lieben. Schaut mal hier bitte. Al-Fatiha. Ja? Im Namen Allahs. Hier, schaut mal hier. Bismillah. Bism, also Bismi, im Namen von Allah, Al-Rahman. Al-Rajim. So fängt das schon an. Und ich habe ihm gesagt, wenn ihr die Worte Allahs auseinandertrennt, Alif, das A, das L, das L, wenn ihr das auseinandertrennt, dann kommt Al-Lah raus. Lah. Wer ist Lah? Schaut mal hier, das steht nicht nur bei Wikipedia, ihr Lieben. Das steht in jedem Lexikon für Götter, für alte Götter. Ihr könnt hier die Geschichte lesen. La war ursprünglich eine unabhängige Mondgottheit. Ja. Ja, der Mohammed hat ja auch nichts Neues gebracht. Und das waren ja einfach nur alte Sachen, die der recycelt hat und dann quasi in einem Koranbuch verpackte. So sieht's aus. Ja, das verstehen die Leute aber halt nicht, ne? Also sie kommen ja auch an mit, ja, der Koran hat ja Embryonen beschrieben. Ja, aber das wurde ja schon 3000 Jahre vorher von den Ägyptern schon getan. Also das ist ja keine neue Wissenschaft oder so gewesen. Das sind keine Prophezeiungen. So sieht's aus. Holen wir mal jemanden hoch, der uns erklären kann. Hallo. Amudi, bist du Moslem? Ja, Alhamdulillah. Du bist zu laut, die Musik an im Hintergrund. Sorry. Kaffee. Man hört dich nicht, deine Musik ist zu laut im Hintergrund. Warte mal. Warte, ich meinte, sorry, ich bin im Kaffee. Shisha-Kaffee. Ja. Yeah. Ein bisschen Doppelapfel rauchen. Ja, genau. Was dagegen? Nein, nein, wir leben in einer freien Gesellschaft. Hier darf jeder Ja, tun und echt? lassen, was er, ja, Genau, solange da es in hast du den recht. Gesetzen ist. Ja. Mit weltlicher Musik auch, mit Kufar-Musik. Genau. Okay, aber jetzt eine Frage. Ich habe eine Frage. Machst du nichts in deiner Freizeit Hamudi, außer man liegen? hört, Hamudi, kannst du bitte die Musik ausmachen? Sonst kannst du natürlich gerne auch rausgehen. Man hört dich nicht. Was? Okay. Hörst du mich jetzt besser? Bro, du wolltest deine Musik ausmachen. Nein, nein, doch. Doch, doch. Nicht nein, nein, doch, doch. Wir haben gesagt, doch, doch. Mach bitte die Musik aus, dann kannst du wieder hochkommen. Doch, doch. Richtig. Holen wir mal. Ilir wollte wieder hochkommen. Ilir. Ilir, wo bist du hin? Du bist hier schon fast Stammgast. So, das Thema heute war ganz klar, Pfingsten und was Pfingsten passiert ist und dass seitdem der Mensch aufgefordert wird, nicht nur seitdem, er wird aufgefordert, Frieden mit Gott zu machen und den Heiligen Geist zu empfangen und das ist seit Pfingsten möglich. Und wir haben jetzt Feiertag und es ist egal, ob wir in einem Land leben, wo die Menschen nicht mehr mit Gott leben, abgefallen sind vom Glauben, wird ja sowieso alles passieren, aber es ist wurscht. Die Geschichte aus der Bibel sagt ganz klar, die Ereignisse, dass wir den Heiligen Geist empfangen sollen, damit wir gerettet werden. Und jetzt sind wir wieder gelandet bei Muslimen, die Hunger haben nach der Wahrheit. Und vor 300 Leuten hat er eben mich beleidigt. Holen wir ihn nochmal hoch. Nein, er hat jetzt weggeschickt. Hamudi möchte nochmal hochkommen. Vielleicht, wenn du die Musik aus hast, darfst du hier bleiben. Warte, 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 ich stehe sogar extra auf für dich. Warte mal.
Okay. Diese Aussage, ich stehe sogar extra okay, auf. Hörst du mich jetzt? Hörst du mich jetzt? Wir hören dich ja. Ja, okay, perfekt. Warum schmeißt du mich raus? Du bist doch kein kleines Kind. Hamudi, wir haben dir gesagt, wegen der Musik, man hört deine Stimme. Man hört deine aber Stimme. Jeder von den Kommentaren hat doch geschrieben, man hört mich. Bis auf du. Mein Freund, die Hintergrundgeräusche, die stören beim Gespräch. Ja, und man hört dann deine Stimme nicht. Ich glaube für die Kommentare genauso nicht. Hamudi, wie alt bist du? Bist du volljährig? Bist du volljährig? Ich bin 19. Bist du volljährig? Ich bin 19, ja, ich bin okay. Volljährig. Was ist deine Frage? Beziehungsweise, wieso folgst du einem... was ist erstmal deine Frage? Warum bist du hier? Also ich habe nicht mal eine Frage. Ich habe eigentlich einen Tipp für dich, die dir deine ganzen Fragen beantwortet, wegen dem Islam und alles. Weil ich merke, du machst den Islam sehr viel fertig und alles. Und dem Christentum... Also, okay, also meinst du, ich mach Fitna? Meinst du, ich mach Fitna? Ja, du machst sehr große Fitna. Was ich dir mal sagen wollte, okay? Aber Allah macht selber Fitna. Nein, alles gut. Allah macht selber gesprochen? Fitna. In Surah 25 steht geschrieben, dass Allah Fitna macht. Okay, ich habe eine Frage an dich. Ist Gott allwissend? Hamudi. Nein, meine Frage. Du hast Antwort gerade... auf meine Frage. Hamudi, du hast eben Frage. Gesagt, du hast keine Frage... Ja. Doch. Lüg jetzt nicht. Du hast eben gesagt, du hast keine Frage. Mir ist eine Frage eingefallen. Ist Gott allwissend? Okay. Du hast aber eben gesagt, ich habe einen Tipp für dich. Warum gehst du nicht auf meine Frage ein? Und danach hast du gesagt, weil ich ja nach der Wahrheit suche und meine Antwort nicht weiß. Warte, Stück für Stück. Nicht Stück für Stück. Ich will auf meine Frage eine Antwort haben. Spring doch nicht wie hin und her. Spring doch nicht hin und her. Ja, so ist das halt eben, ne? Was erwarten wir jetzt mal ganz im Ernst? Also, was glaubst du, wie sich denn die ganzen Klassenlehrer fühlen, wenn die dann da sitzen und die ganzen Jugendlichen, ne, die ganzen Asylanten, die sitzen da in der ersten Reihe und haben alle so Kopfhörer auf, in der letzten Reihe werfen die sich mit Sachen ab und schreien Sachen, Allahu Akbar, Takbir und so. Ja, das ist ja kein Unterricht. Also, wer dich zuhören will, der geht raus, ganz einfach. So sieht's aus. Die machen ja auch mittlerweile einfach TikTok an in dem Klassenunterricht, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, wenn du mal über die Lives gehst, dann siehst du das ja immer so Frauen mit Kopftuch, also Mädchen meistens, so 14, 15-Jährige sitzen dann da in der letzten Reihe, diskutieren mit Ahmed und so, schreien den Lehrer an. Ja, das ist doch Katastrophe, ist das. Das ist echt Katastrophe. So, lassen wir mal jetzt, Sheikh möchte hochkommen, Sheikh. Aber Sheikh war ja kein Muslim. Egal, lassen wir ihn mal hoch. Sag ein kleiner Wurstloch, macht mal die hoch. Dir, mein Ex. Gottes Segen, mein Lieber. Bist du Moslem? Alhamdulillah, mein Jack. Bist du hier, um uns zu beleidigen? Nein, aber was macht ihr für Sachen hier? Fitna, ja. Wenn ich dir zeige, dass Allah selber Fitna macht und dass sein Name sogar so ist. Nein, nicht so. Aber was sagt ihr über Kopftuchfrauen, Digga? Habt ihr keinen Charme? Berlin, wer redet denn jetzt? Das ist ein anderes Thema mit Kopftuch. Das ist die Kopftuchpflicht für Frauen. Ich hab gehört, mach mal Hamudi hoch kurz. Ja. Was sagst du dazu, dass Allah selber Fitna macht? Hat er nicht? Habibi, von wo kommst du? Von Berlin, wa? Kleinen Moment, wir zeigen dir jetzt, dass Allah, dass dein Gott, dein Mondgott, den du folgst, Fitna macht. Aber wenn du nicht auf dein Mutti aussiehst. Kleinen Moment, mein Lieber. Lack, hör mal zu, der hier groß redet, soll mir immer privat schreiben. Tamam, ist mir egal, wer es ist. Mein Freund, versuchst du dich mit den Ausländern zu assimilieren? Bist du eigentlich Deutscher und so? Hör mal zu, Lack, du redest richtig, hast du mich verstanden? Ja, ich rede ja vernünftig. Ja, besser für deine Gesundheit, wenn nicht. Ja, für meine Gesundheit, weil ich sonst sowas nicht mehr ertrage. Nein, das ist ja das, was sein Prophet auch gemacht hat. Sein Prophet hat ja den Auftrag bekommen von Allah, alle Menschen zu bekämpfen, bis sie die Shahada sagen. Ja? Und ich möchte jetzt einmal kurz dahin gehen, zu dem Vers, und zwar, schaut mal, meine Lieben, ein Name von Allahs ist Al-Fatan. Al-Fatan, ja, und dieser Name Al-Fatan bedeutet der Stress macht, der Fitna macht, der die Menschen in die Irre gehen lässt, ja. Und wir gehen jetzt in einen Vers rein,
Und zwar Sure 25, Vers 20, weil er sagt ja, warum machst du hier Fitna? Ja, Muslime, wir lieben euch, wir möchten, dass ihr den Islam verlässt. Und jetzt schaut mal, ihr Lieben. Adlerblick, du bist auch dabei als Gast. Immer. Du bist herzlich willkommen, damit wir eine gute Zeit haben, damit wir gute Gespräche haben. Halleluja. Dankeschön. Schau mal hier, vielleicht kannst du auf Deutsch lesen. Sure 45. Sure 25. Sure 25, Al-Furqan. So, genau. Soll ich mal anholen oder soll ich? Ich lese kurz von dir ab, das geht schneller. Und wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und dein Herr sieht sehr wohl alles. Genau. Allah schreibt hier, dass er die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht hat. Jetzt die Frage, wer sind denn die einen? Ja. Genau. Nur um festzustellen, ob die Muslime standhaft sind. Ja, also er hat einfach willkürlich Menschen angestachelt, ja, und für Muslime zur Versuchung gemacht. Ja, was bedeutet das denn, Adler? Stell dir vor, du bist Moslem und ich bin Allah und Christen und Juden stachel ich an für dich als Versuchung, ja, damit du geprüft wirst. Was ist das für dich? Ist das Fitna für dich? Ist das Fitna pur. Und jetzt schau mal, mein Lieber, auf Arabisch das Wort Fitna. Ich bin Türke, ich kann nicht so gut Arabisch lesen, aber ja, einige Wörter nur. Und hier steht zum Beispiel. Hier steht die Transliteration, steht hier, Fitnaten. Muslime, euer Fitna eigener Fitna. Gott macht ja. Fitna. Audhu billah. Wie kann das denn sein? Fitna. Allahu Akbar. Und jetzt kommen sie natürlich wieder mit Kontext. Ah, falsch übersetzt. Man kann Arabisch nicht übersetzen. Genau, und jetzt schauen wir mal. Namen Allahs. Hatte ich ja eben. Müsste irgendwo hier sein. Das ist der Name, der aus diesem Al-Fatah, Entschuldigung. 18. Name. Guck mal, wie die das übersetzt haben. Der Eröffner. Komplett falsch übersetzt. Komplett falsch übersetzt. Weil dieser Name auf Arabisch bedeutet, der anstachelt. Mischief sozusagen. Der die Leute zur Irre führt, anstachelt, Fitna macht. Hier, Fitnaboy, ne, würde man im Jugendjargon jetzt sagen. Ganz genau. Der jemand andere anstachelt. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Hier ist das arabische Wort für Fitna. Und er sagt, warum machst du Fitna? Ganz YouTube ist voll und ganz TikTok, sage ich mal, jetzt ist voll mit Fitna. Muslime sagen, warum machst du Fitna? Warum machst du Fitna? Aber ihr eigener Gott ist der größte Fitnaist, sozusagen. Vielleicht möchte noch irgendjemand hochkommen und uns dazu was sagen. So.
Nakalo. So, du darfst nochmal was sagen, wenn du dich benimmst. Ich beleidige nicht. Andere aber. Leute nicht angreifst, keine aber Beleidigung machst, mach's, darfst du ruhig bleiben. Okay. Mach ich, aber warum redet ihr da, darüber, Jani? Ja, guck mal. Ich habe dir, du hast ja, wir haben gerade gesagt, warum machen alle Fitna? Die Muslime sagen, guck mal, der macht Fitna. Aber ich habe dir gerade jetzt bewiesen, Sure 25, Vers 20, dass Allah selber Fitna macht. Was sagst du dazu? Wieso folgst du so einem Gott? Hä, hey, welche Folge wäre es mir? Allah ist meine Religion und ich bin stolz darauf. Also du bist stolz darauf, dass Allah Fitna macht? Nein, ich bin stolz darauf, dass ich Muslim bin. Das ist ja eine andere Frage, aber ich habe dich gefragt, warum folgst du einem Gott, aber der Fitna macht? Fitna. Allah, ich kann diese Frage nicht beantworten. Okay, das ist sehr ehrlich und ich danke dir für diese Ehrlichkeit. Ja, weißt du, warum du die Frage nicht beantworten kannst? Warum? Weil Mohammed selber keine Ahnung hatte. Sollen wir diesen Hadith lesen, gemeinsam? Gemeinsam. Ja, wie ihr wollt. Yalla. Gut, aber ist doch egal, was man für ein Mensch ist, yani. Religion ist Religion. Ich möchte dir zeigen, dass du den Islam verlässt. Ob du ich das machst, ist deine Sache. Ich bin stolzer Muslim, yani, ich verlasse niemals. Ja, ja, aber ich zeige dir. Das verlassen. Wenn ihr wollt, verlasst ihr, ja. Aber Allah ist der Größte. Allah sieht alles. Pass auf. Es ist nur ein Gott, Sayyidina Allah Muhammad Rasulallah. Ach, 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 ach. Ich hoffe, ich finde ihn sofort, aber ich hoffe auch, du hast Zeit und gibst mir ein wenig Zeit. Ein paar Sekunden. Ja, hab ich. Luna, benimm dich mal und rede, ich bin ein stolzer Muslim. Und wenn du was hast, komm, folg mir gerne, schreib mir privat. Mach kein immer schreib. Wieso denn immer privat schreiben? Wieso werdet ihr denn immer so gewaltbereit? Gib mir deine Nummer, nein, gib mir deine Adresse, in welcher Stadt guck wohnst mal, du? Guck mal, sie schreibt, stolzer Muslim, hast du den Koran gelesen? Was juckt sie das, wenn ich das gelesen habe? Ja, aber ein Muslim, der muss ja auch 5-mal am Tag beten, ne? Das weißt ja, du doch. Ja, Alhamdulillah, das mach ich auch. Okay, wenn du betest 5-mal am Tag, dann erfüllst du ja schon mal eine Säule des Islams. Aber dann kommen jetzt die anderen Säulen des Islams und die erfüllst du ja dann teilweise nicht, wenn du nicht den Koran durchgelesen hast, beziehungsweise ihn nicht verstehst. Das ist ja das Ding. Du musst ja diesen Inhalt dahinter verstehen. Guck was mal, will denn der Koran von dir? Es juckt nicht gar keinen, wer Fitna macht. Er wird am Ende vor Allah stehen, nicht wir. Er wird selber vor Allah stehen, der selber Fitna gemacht hat. Okay, yeah. Jetzt lass uns den Hadith lesen. Darum lesen. Guck mal, er freut sich, Wallah Billah, er freut sich. Ich freue mich wirklich. Ja, yeah, ich aber nicht. Dir zu zeigen, dass Mohammed von nicht Ahnung hatte. Pass auf. Du kannst Englisch? Nein, ich kann kein Englisch. Dann übersetze ich für dich, okay? Ja. Yeah. Sahih al-Bukhari 3617 ist die Quelle. Bitte mach einen Screenshot, damit du selber. Guck mal, ist aus den Contents gesehen, soll dir das sagen. Guck mal, hier ist genug Kontext. Tamam. So, es wird zitiert von Anas. Es war ein Christ dort, der den Islam angenommen hat. Und er las Surat al-Baqarah und al-Imran. Zwei Suren las er vor. Und er übersetzte das für den Propheten, ne? In Arabisch. Yep. Später kehrte er wieder dem Christentum zurück. Guck mal, nach zwei Suren hat er gemerkt, dass der Islam so Schrott ist. Hat er wieder den Christentum angenommen und hat gesagt, Mohammed weiß gar nichts. Mohammed knows nothing. But what I have written ist, for him. Ist aus dem Zusammenhang. Mohammed weiß gar nichts, sagt dieser Christ, außer was ich für ihn geschrieben habe. Zusammenhang. Abdul. Ah, Bruder. Guck mal. Abdul. Er hat den Islam angenommen. Tamam. Das ist eine Geschichte. Danach hat er zwei Suren vorgelesen.
Tamam. Hat er ihn übersetzt auf Arabisch. Dann hat er gemerkt, dass der Islam Schrott ist, hat er wieder Christentum angenommen, steht hier. Und er sagte, Mohammed weiß gar nichts, außer was ich für ihn geschrieben habe. Guck mal, die Leute schreiben das. Ein bisschen an den Fall von gestern, da war ja auch einer, der irgendwie so seine Religion direkt wieder gewechselt hat. Ne? Das war ja krass. Genau. Aber das war ins Gegenteilige, ne? Aber warum machst du diese Themen auf? Oder willst du Fame damit oder so? Nein, du hast ja eine Frage, du bist noch hier hingekommen, um eine Frage zu stellen, richtig? Ja, aber... Es ging erstmal um Fitna. Guck mal, es ging erstmal um Fitna. Ich weiß nicht. Es ging erstmal um Fitna. Ich habe dir gezeigt, dass Allah selber Fitna macht. Danach hast du gesagt, dass du stolz bist, Moslem zu sein. Mhm. Ja? Aber du hast davor ja eine Frage, ich habe dir eine Frage gestellt und du wusstest es selber nicht. Du hast gesagt, wirklich, ich habe keine Ahnung, warum das da steht, warum Allah ein Fitna macht. Und ich habe dir gesagt, weißt du, warum du das nicht weißt? Sturm, kannst du warte, Leon warte. Sturm? Guck nicht nach unten. Und ich loslege. Guck mal, guck nicht nach unten. Wir wollen ja erwachsene Männer sein. Du bist aber auf dem Weg, ein erwachsener Mann zu werden. Tamam. Und du hast dann gesagt, ich weiß nicht, warum das drin steht. Dann habe ich zu dir gesagt, weißt du, warum du das nicht weißt? Weil Mohammed selber nichts wusste. Dann hast du gesagt, hä, wieso sagst du das? Und ich habe dir jetzt selber, ich habe dir bewiesen aus dem Hadith, dass Mohammed nichts wusste. Lass uns doch immer zu einem Punkt kommen. Ja. Was sagst du dazu, dass du jetzt einem Propheten folgst, der nichts wusste, außer was dieser Christ für ihn geschrieben hat? Guck mal, für mich, ich sag erstmal nichts dazu. Okay, das ist sehr ehrlich. Bruder, die machen Maschera und einen Kommentar. Guck nicht auf Maschera. Guck dich auf Maschera. Konzentrier dich auf das, was du jetzt gerade bist. Es sind fast 300 Leute da. Yeah. Viele lachen dich aus. Mhm. Viele lachen den Islam gerade aus. Guck nicht da drauf. Du verschmutzt meinen Islam, Janni. Pass mal auf, wir können ein anderes Thema. Ich weiß, es gibt keine Antwort. Ich bin dir ganz ehrlich, guck mal, ich respektiere alles. Alle sind Menschen. Man wird immer gleich behandelt. Aber was andere machen, das ist nicht egal. Okay, wie heißt du? Wie kann ich dich nennen? Mohammed. Mohammed. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ja, was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn ich dir zeige, dass dein Gott erlaubt, Frauen zu heiraten, also kleine Frauen, ne? Ich sag erstmal Frauen. Mhm. Frauen zu heiraten, die noch nicht ihre Menstruation haben, also Kinder. Ja. Ich weiß nicht, Wallah. Da hat ihn die Sprache verschlagen. Nein, er ist ja ehrlich. Er beleidigt uns nicht, er hört uns zu, er ist ja ehrlich, vollkommen. Wir können gerne jetzt in den Koran gehen und auch in den Tafsir gehen. Also in die Erklärung von dem höchsten Schriftgelehrten, eben Abbas oder im Kassir, Maududi, At-Tabari, Al-Jalalain, die höchsten Gelehrten. Und wenn die das sagen und bestätigen, Janne, dann kann keiner mehr aus TikTok kommen, ne? Das ist dann kann alles keiner mehr. Dann kann keiner mehr aus TikTok kommen, hier wie diese paar TikTok-Prediger, Muslime, die hier anstatt in den Dschihad ziehen wollen, meinst hier du in Deutschland. Nein, nein. Egal, sprechen wir jetzt nicht über die Muslime, die hier im Internet, im TikTok aufklären, anstatt in den Dschihad zu gehen, machen sie hier ihre Dawa und das ist eigentlich gar nicht ihre Aufgabe. Ich zeige dir das von den höchsten Gelehrten, dass dir erlaubt ist als Muslim, eine Frau zu heiraten, und das hat ja auch Mohammed gemacht. Ich kann dir das auch zeigen. Er hat Aisha geheiratet, als sie 6 Jahre alt war und hat mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt, als sie 9 Jahre alt war. Was sagst du moralisch gesehen dazu? Oder Allah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will nichts, was Falsches sagen. Wenn ich dir das zeige, möchtest du dann den Islam verlassen, weil das für dich unmoralisch ist? Oder willst du trotzdem ihm folgen, weil du denkst, aber warum? Das ist doch unmoralisch, oder nicht? Sei doch ehrlich. Guck mal, es ist eure Sache, wer jetzt verlassen will oder nicht, aber für mich, ich bleibe. Okay, dann lass uns, guck mal, für diesen Iron, wenn wir schon auf die Kommentare eingehen. Allahu Akbar. Iron Bond 7 sagt, Geschlechtsverkehr, wo steht das? Lüge. Lass uns nur jetzt, dass er gesagt hat, dass ich ein Lügner bin. Guck mal,
ihn offenbaren, dass er ein Lügner ist. Bist du bereit? Eine Frage. Damals war er normal. Damals war er ein normaler Mensch. Wer? Muhammad Sayyidina Rasulallah. Bist du weiter? Guck mal, Bruder, khalas, Bruder, wala, ich bin nicht böse oder so, aber lass einfach den Koran in Ruhe und verschmutz es nicht. Mohammed, keiner sagte, keiner mag das. Wenn du jetzt vor einem Muslim redest, was soll der mit dir machen? Stell dir vor. Was soll denn passieren? Guck mal, da kommt was wieder dieses wahre Gesicht vom Islam. Antworte du, was würde ein Muslim mit mir machen? Antworte du doch. Wala, er würde dich dafür... Ich will nicht viel reden, wallah. Würde er uns streichen und auf den Nacken schlagen und von uns Jizya verlangen? Er würde es so machen, er würde dich komplett abstechen, Bruder. Du wärst nicht mehr hier auf der Welt mehr. Ah, okay. Wo wäre ich dann? Wo wäre ich dann? Du wärst in Hölle. Guck mal, ey, dieses Denkvermögen, das passt ja perfekt zu Syrien. Guck mal, wie sein böser Geist gerade redet. Komm mal zu, was redest du über mein Land? Ja, wieso rede ich über dein Land? Dein Land ist doch eins von 200, über 200 plus Ländern hier mittlerweile. Aber Leute, mein Land tritt auf den Kopf, tamam? Mohammed, Leute, habt ihr alle gehört? Er hat gerade gesagt, wenn ein Muslim vor mir stehen würde, er würde mich komplett abstechen und töten. Und das ist genau das, was Mohammed auch gemacht hat. Er hat nichts anderes gemacht. Er hat Juden und Christen, die Wahrheit gesagt haben, ja, und sogar noch schlimmer, die haben eigentlich auch sich nicht eingemischt damals und wurden vertrieben von Mohammed aus der arabischen Halbinsel. Warum? Weil sie die Schutzgeld bezahlen wollten. Jizya. Und jetzt, Mohammed, lass uns gemeinsam lesen, weil er hat mich ja als Lügner betitelt, dieser, dein Bruder im Glauben, wer auch immer das sein soll. Schau mal hier. Also mal kein Fitna machen, ist schön. Allah macht selber Fitna, das haben wir doch gerade geklärt. Aber, du hattest okay, ich verstehe, er macht Fitna, aber was hat... Mach einen Screenshot. Leute, macht alle einen Screenshot. Sunan Abu Dawud. Kannst du Arabisch? Ja, Alhamdulillah. Sahih. Authentisch. Sahih. Ja? Das war's in anderer Zeit. Authentisch. Guck mal, hier steht sogar von wem? Von Al-Albani. Ja? Von diesen Gelehrten? Pass auf. Aisha selber sagt, es wird zitiert von Aisha, der Gesandte von Allah, SAWS Radiostation, heiratete mich, als ich 7 Jahre alt war. Suleiman sagte, oder 6. Yani von wegen, Aisha sagt, sie war 7, Suleiman weiß es besser so. Weißt du, er sagt, sie war 6 Jahre alt, als er sie heiratete. Er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, Interkurs. Interkurs bedeutet Geschlechtsverkehr. Er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, sagt dann Aisha, als ich 9 Jahre alt war. Auzubillah min ash-shaytan rajim. Was sagst du dazu, Mohammed? Achi, du kommst aus Scham. Kannst du das für uns auf Arabisch ins Deutsche übersetzen? Yalla. Das wäre super. Von rechts nach links lesen. Guck mal, einer schreibt, damals war normal. Ey, ich habe das gestern so oft gehört, ne? Ja, aber wenn das jemand vor 500 Jahren gemacht hat, dann ist die Tat ja heute nicht mehr zu verabscheuen, ne? Ich sag, es doch egal, wann man das gemacht hat, Alter. Also, natürlich. Guck mal, der Mohammed hat gerade, glaube ich, das gelesen. Ja. Und ist ganz weit weggelaufen. Mohammed? Na, der, ich war kurz andere Zimmer, was los? Was sagst du dazu? Ich habe nicht mal gelesen, was los ist, schon andere Zimmer. Willst du uns sagen, dass du deine eigenen Hadithe nicht lesen möchtest? Nein, ich war andere Zimmer. Ich habe nicht aufgepasst, was ihr geredet habt. Ja, was ist denn im anderen Zimmer so wichtig, gerade wenn wir über Allah reden? Na, hab kurz meine Schwester so bei Sachen. Ja, na, was ja, Allah. Tamam. Ey, Wallah, Billa, da unten, benimm dich mal ein bisschen. Was mache ich denn? Lass den. Du provozierst mich gerade ein bisschen. Pass auf. Es steht geschrieben, Aisha sagt, er hatte mit mir Geschlechtsverkehr.
also Mohammed, Frieden und Segen sei auf uns, als sie 9 Jahre alt war. Ey, Bugs Park 3. Einer schreibt sonst was, du Ehre. Ich fick dein... Allah. Warum immer diese F-Wörter, ja? Ja, nee. Leute, hier sind doch Muslime drin. Ihr seid doch die besten Menschen aller, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, das ist die größte Lüge des Jahrtausends gewesen. Sollen wir den Hadith lesen, wo Allah selber sagt, ihr seid die besten Menschen von allen Menschen, die jemals hervorgekommen sind und ihr sollt die Juden und Christen mit Ketten um den Hals bringen, bis sie den Islam annehmen? Ey, ich sag, tu, was du nicht lassen kannst. Ich meine, das sind ja Gottes Worte und Schriften und die Taten des Propheten, also sollten wir die hier auch kundtun dürfen. Ja. So, meine Lieben, passt mal auf, vielleicht möchte aber noch jemand hochkommen. Lass mich rein, schreibt einer. Dann schick mal eine Anfrage, wenn du rein möchtest. Holen wir den nächsten mal hoch. Full in my mouth. Full in my movie, Bruder. Segne dich. Bist du Moslem? Ja, Bruder, ich bin Moslem, Alhamdulillah. Okay. Bruder, erste Sache, du... Bruder, bitte mach dich nicht über den Islam lustig. Das ist nicht respektvoll. Hast du gerade, guck mal, wir sind hier, um eine Konversation zu führen. Hast du gerade irgendwo bemerkt, dass ich gerade gelacht habe? Ich war sogar, ich habe dir gerade gezeigt. Vorhin. Alles gut, Bruder, alles gut. Vorhin, ihr habt gelacht, aber ich wollte es nur anmerken. Ich habe gerade gezeigt, ich bin ja mit ihm gegangen. Erstmal, er wusste nicht, er hat uns gesagt, dass wir fitner machen. Wir haben ihm gezeigt, Sure 25:20, Allah macht selber fitner. Ja, dazu will ich was sagen. Dann haben wir gefragt, warum macht er das? Wusste er nicht. Dann habe ich gesagt, du weißt, warum du das nicht weißt? Weil Mohammed selber nichts wusste. Dann sind wir in den Hadith reingegangen, wo dieser Christ über Mohammed sagt, Mohammed weiß nichts. Und Gott sei Dank hat Allah diesen Hadith auch erlaubt. Mohammed weiß nichts, außer was dieser Christ für ihn übersetzt hat. Danach haben wir ein anderes Thema gemacht, weil er wusste gar nichts mehr. Haben wir gesagt, warum folgst du einem Propheten, der laut Koran und Hadith erlaubt ist, Mädchen zu heiraten, die noch nicht ihre Pubertät haben? Ja, das haben wir auch mit 9 Jahren. Aber im Hadith, Bruder, im Hadith stand, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr hatte, wo sie 9 war. Und mit 9 hat man als Mädchen schon sozusagen wie sagt man das dazu, die Tage mit bekommen. Mit 9 hat man, nein, kein Mädchen hat doch, erstens Bruder, mit 9. Weil Frauen kommen, Mädchen kommen 3 Jahre früher in die Pubertät wie Jungs. Und Jungs kommen so ab dem Jahr von 12 in die Pubertät, Bruder. Mein Freund. Und nochmal sage zu der Sura 25, da stand keine drin, Frau hat, kein Mädchen hat, also kein Mädchen hat mit 9 Jahren die Pubertät. Außerdem. Doch, Bro, mit 6 Jahren. Das ist nicht bei jedem Mädchen so, aber Mädchen bekommt so um die 2 Jahre früher, kommen die in die Pubertät, mal, wie Jungs. Im Koran steht geschrieben, dass man Frauen heiraten darf. Das bedeutet auch mit ihr Geschlechtsverkehr haben darf, die noch nicht ihre Pubertät haben. Sollen wir das machen? Sollen wir reingehen? Ja, aber du kannst doch nicht wissen, ob Aisha ihre Pubertät hatte oder nicht, ob sie in der Pubertät war oder nicht. Das kannst du nicht wissen. Sollen wir im Koran reingehen, dass das erlaubt ist, Frauen zu heiraten und sogar zu scheiden, nachdem man mit ihr Geschlechtsverkehr hatte, obwohl sie noch nicht mal die Pubertät hatte? Sollen wir das machen? Ja, ich weiß doch, dass das stimmt, aber du kannst nicht wissen, ob Aisha, Bruder, du kannst nicht wissen, ob Aisha, dass die Frau von Propheten in der Zeit nicht ihre Pubertät hatte. Dritte, vierte Klasse. Trotzdem, keiner Bruder, man kommt keiner ab, hatte. Bro, das kannst du nicht wissen. Du vermutest irgendwas und du sagst, dass es. Aber wie findest du es? Komm mal, okay, vergessen wir den Hadith. Wie findest du es, dass man im Koran, dass Muslime Frauen heiraten dürfen, die noch nicht ihre Pubertät hatten? Wie findest du das? Dass man Frauen heiraten darf, die noch nicht ihre Pubertät hatte. Und sich auch scheiden lassen von ihr. Wie man das findet.
Ja, wenn, wie, wenn, wie ich das finde. Also ich, wenn das im Koran erlaubt ist, dann ist es erlaubt. Dann hat Allah es halt erlaubt, Bruder. Aber ich zum Beispiel persönlich, ich würde jetzt keine Neunjährige heiraten. Das stimmt schon. Findest du nicht, dass das Pädophilie ist? Hand aufs Herz. Man sollte nicht die Entscheidungen von Allah hinterfragen. Bruder. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Haben ja dasselbe gemacht. Haben ja auch gesagt, das steht so im Koran, das ist so von der Sunna. Deswegen praktizieren wir das jetzt hier. Und es ist egal, was Amerika denkt, was die ganze Welt von uns denkt. Wir provozieren sogar noch. Wir machen islamische Kampftaktiken, indem wir keine Gefangenen nehmen und so. Das ist ja krank, sowas. Was meinst du jetzt nochmal? Deine Brüder, die in Syrien und Irak und so kämpfen, die beziehen sich auf dasselbe, was du gerade gesagt hast. Wir dürfen den Koran nicht hinterfragen. Wir dürfen nichts dagegen sagen. Die haben ja genauso gar nicht, die haben auch mit Kindern geschlafen. Die haben ja auch Sklavinnen genommen. Die haben ja auch Menschen ermordet. Die haben ja auch gekreuzigt. Guck mal, fast 400 Leute, 350 Leute haben gerade gehört. Was? Du würdest das selber nicht machen. Das ist auch vielleicht okay. Ich weiß nicht, ob du die Wahrheit sagst. Aber dein Gott erlaubt dir das, pädophil zu sein. Ja? Lassen wir das jetzt mal stehen. Du hast gesagt, es wird Allah das erlaubt, nicht hinterfragen. Okay. Was sagst du dazu, dass dein Gott erlaubt hat, deinem Propheten, Juden und Christen, an Ketten wie Hunde zu bringen, also wie ein Hund, Menschen mit Ketten um den Nacken, bis sie den Islam annehmen? Ja, was soll ich dazu sagen? Hä? Wenn Allah hat es gesagt, was soll ich machen? Natürlich, macht es keiner, kein Muslim, also kann man jetzt nicht sagen, natürlich gibt es Menschen, die sowas machen, aber man weiß doch als Mensch, dass man sowas, also als gesunder Mensch, dass man sowas halt nicht macht, auch wenn Allah es geschrieben hat. So, du kannst nicht sagen, dass man alles macht, ich kann auch nicht sagen, dass du alles machst, was in der Bibel steht. Kannst du dann auch nicht sagen, dass alle Muslime das machen sollen, was im Koran steht. Es gibt auch bestimmte Sachen in der Bibel. Es geht nicht darum, ob die das machen oder nicht. Es wurde ja gemacht. Aber das Ding ist, es wurde ja von Allah erlaubt. Und wir können noch andere Verse zeigen, andere Hadithe, wo Mohammed beauftragt wurde, Juden und Christen zu töten, bis sie, also entweder die Schahada sagen, erst dann ist ihre Gesundheit und ihr Blut gesichert. Ihr Blut von Christen und Juden. Ihr Blut und ihre Gesundheit ist erst gesichert, wenn sie die Schahada sagen. Ob das stimmt oder wie, was meinst du jetzt? Allah hat Mohammed einen Auftrag gegeben, erstens Juden und Christen von der arabischen Halbinsel zu vertreiben, bis nur noch Muslime da sind. Damals waren ja Juden und Christen da, damals gab es noch keine Muslime. Mohammeds Familie war ja Götzendiener. Da gab es entweder Götzendiener, Juden oder Christen. Mhm. Und Allah hat Mohammed den Auftrag gegeben, dass er alle Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertreiben soll, bis nur noch Muslime da sind. Und er hat den Auftrag gehabt, dass er Juden und Christen erst Schutz und Sicherheit gewährt, dass ihr Leben gesichert ist, erst wenn sie die Schahada sagen. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Hat Allah ihm den Auftrag halt gegeben. Wie findest du das, dass Allah deinem Propheten den Auftrag gibt, Leute, die nicht an Allah glauben, dass sie mit dem Leben bezahlen sollen? Hast du jetzt gesagt, dass sie mit dem Leben bezahlen sollen, oder hast du gesagt, dass er ihnen erst Schutz gewährleisten soll, wenn sie die Schahada sagen? Ja, und wenn sie es nicht sagen, dann ist ihr Blut und ihre Gesundheit nicht gewährt. Ja, also, das heißt aber nicht, dass er sie töten soll. Doch, in Sure 9, Vers 5 steht geschrieben, dass wenn die Schutzmonate vorbei sind, steht geschrieben, lauert sie auf und wo ihr sie findet, tötet sie, belagert sie. Sure 9, Vers 5. Wie findest du das? Wie findest du das, dass Allah diese Aufgabe gegeben hat, nur Leute, die nicht an Allah glauben wollen, dass sie sterben sollen? Wie findest du das? Das wird ja heutzutage gemacht. Das wird ja praktiziert. Mhm. Ja, wie ich das jetzt finde. Bruder, du eröffnest das ganze Zeit ein neues Thema, Digga. Nein, ich eröffne kein neues Thema. Du kannst ja gar nicht antworten. Du sagst die ganze Zeit, okay, es ist erlaubt, ich würde es nicht machen. Du fragst mich, wie ich das finde, hä? Guck mal, ich will nur deine Moral testen. Ich will nur gucken, wie moralisch, guck mal, du sagst, dass es okay ist, ich würde es aber nicht machen. Das andere ist, töten ist auch okay, würde ich nicht machen. Dann bist du überhaupt doch kein Muslim, du folgst gar nicht dem Koran und den... Machst du alles, was in der Bibel steht?
Mein Freund, ich habe nie gesagt, dass ich mache, was in der Bibel sagt Gott mir, dass ich meine Nächsten lieben soll. Dass wenn jemand mich Bruder, schlägt, aber dass ich. Machst du alles, was in der Bibel steht? Ich habe nicht Jede gesagt, ich. einzelne Regel. Guck mal, in der Bibel steht aber nicht drin, dass ich Muslime töten soll. Ich bin ein Ja, schwacher und? Mensch. Du bist ein schwacher Mensch. Aber das Wir geht ja gerade sündigen nicht darum, an. aber es geht jetzt gerade nicht darum, es geht gerade nicht darum, es geht darum, machst du alles, was in der Bibel steht? Hältst du dich an jede einzelne Regel? Guck mal, lenk nicht ab auf mich, lenk nicht ab auf die Bibel. Ich habe dir gesagt, ich bin ein schwacher Mensch, ich sündige, genauso wie du. Ja, also. Ja, aber mein Gott hat mir nicht den Auftrag gegeben, Muslime, Buddhisten oder Hindus zu töten, wenn sie nicht Christ werden wollen. Ja, okay. Ja, aber dein Gott hat dir da diesen Auftrag gegeben. Ja. Und Mohammed hat das gemacht. Und so ist der Islam auch verbreitet. Und wir sind hier, um darauf Mohammed hat aufzuklären. in seinem Leben nur einen einzigen Menschen getötet, Bruder. Das habe ich, hat, hab ich, wie heißt es nochmal? Wie heißt immer diese Besprechungen von den Muslimen? Weißt du, es ist unzählige Menschen hat er umgebracht und er hat über 80 Kriege geführt. Hast du die Biografie nicht gelesen von Nur ihm, die ich Sira? habe das so mitbekommen, so eine Vorlesung, die das oder so eine Besprechung, das habe ich Guck mal. mitbekommen, dass Mohammed irgendwie nur einen Menschen getötet hat in seinem Leben. Guck mal. Nenn mir nur eine Sache aus dem Koran, dass du mich überzeugst, dass das die Wahrheit ist. Wie bitte? Nenn mir eine Sache aus dem Islam oder vom Koran her, ja, dass der Islam die Wahrheit ist. Irgendein Wunder oder irgendwas einfach. Warum sollte ich den Islam annehmen? Warum du den Islam an? Warum nimmst du Ding an, den Christentum? Weil du an Jesus glaubst, dass er Gott ist, und ich glaube an Allah. Ja, aber wenn du von jemandem erzählst, was hat Allah für die Menschen getan oder Mohammed getan oder irgendetwas Schönes? Ja? Bruder, jetzt fragst du, Digga. Ich sag doch, Ah, wo? die meisten Muslime haben einfach keine Ahnung, weil ich habe dir Boah, in den nein, Hadith es gesagt, geht nicht darum, Bruder, es geht gerade diese Mohammed. Frage, du sagst gerade, du fragst, was hat Allah gemacht, dass wir an ihn glauben? Ich sag doch, du Was ist weißt das für es eine nicht, weil Frage, Bruder? Mohammed selber nichts wusste. Guck mal, okay. Vergiss alles, was wir gesprochen haben. Fangen wir bei Null an. Ja, okay, Wenn im meinetwegen. Koran oder in dem Hadith eine Sache drin steht, wissenschaftlich gesehen, ja, die heute bewiesen ist, dass das falsch ist, verlässt du da dann den Islam? Nein, Bruder, niemals. Was ist, wenn ich dir zeige, dass Mohammed selber nicht wusste und Allah wusste es auch nicht, wo die Sonne untergeht? Weil die Sonne Was? ist ja Wo? eine. Was nochmal? Guck mal, wir drehen uns ja um die Sonne und es vergeht dann ein Jahr in 365 Tagen. Und die Erde dreht sich nochmal um sich selbst. 24 Stunden sind dann vorbei. Ich zeige dir jetzt, dass Mohammed selber gesagt hat, dass die Sonne in einer Warmwasserquelle untergeht. Wortwörtlich. Ja, ich Also verlasse die trotzdem Sonne. nicht den Islam. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass die Sonne nicht in einer Warmwasserquelle untergeht. Deswegen sage ich dir. Es ist ja. Ja. Es ist ja von Mohammed gesagt worden, Vielleicht Dr. meinte er damit Mohammed. den Sonnenuntergang am Meer oder so. Nein, er meinte wortwörtlich, dass die Sonne in einer Warmwasserquelle untergeht. Wollen wir lesen? Ja, komm, zeig. Ich hab auch selber zu Hause ein Hadith-Buch, aber ich bin gerade Welches? nicht zu Hause, ich bin unterwegs. Also ich bin nicht zu Hause, sonst hätte ich auch selber nachgeschaut. Von welchem Imam? Von Bukhari oder von Muslim? Weiß ich gerade, ist so ein blaues Buch. Warte, Bist du noch da? Man hört dich. Ja, jetzt hat. Benutzt du das Internet von deinem Nachbarn, oder? Nein, Bruder, ich bin nicht. Nein, Bruder, ich bin nicht zu Hause, ich bin in so dorfmäßig gerade. Und da ist schlechtes Internet. Okay. Aber versteht man mich? Ja.
Ja, okay, gut. Guck mal. Mach ein Screenshot. Sunan Abu Dawud. 4002. Mhm. Sahih. 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 Es wird zitiert von Abu Dar. Ich übersetze direkt auf Deutsch. Ich saß hinter dem Gesandten von Allah, sallallahu alaihi wasallam, während er auf einem Esel ritt, beziehungsweise während die Sonne unterging. Er fragte: Weißt du, wo sie untergeht? Und er sagte: Allah, Bambusleitung, was ist da gerade los? Allah und sein Apostel wissen es am besten. Und er sagte: Die Sonne geht unter in einer Warmwasserquelle. In einer Hamir. In einer Hamir, ja. Ja. Es ist wortwörtlich. Dieser Abu Dar hat ihn gefragt, wo die Sonne untergeht. Der Mohammed hat gesagt: Allah und der Apostel wissen es am besten. Nicht Allah alalem. Allah und der Apostel wissen es am besten. Das heißt sogar, er wurde hier zum Gott gemacht, Mohammed. Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Allah und der Apostel wissen am besten. Das ist Schirk. Er sagt, die Sonne geht unter in einer Hamia. Guck mal hier auf Arabisch. Hamia. Und guck mal, der erste schreibt unten einfach Lügner. Marwan. Mhm. Marwan, warum schreibst du, dass ich ein Lügner bin? Es steht doch hier geschrieben, Hamia. Mir kann ja sein, dass verfälscht wurde, aber man weiß nicht. Ja, das